Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Zertifikate aktuell. Erstmals testete die Deutsche Post unter alltäglichen Bedingungen von Wind, Wetter, Technik und Entfernung Drohnenflüge für die Paketzustellung. Die Idee ist, wo es ökonomisch sinnvoll und technisch machbar ist, Pakete künftig durch die Luft zu befördern. Wie sinnvoll das ist und was die Deutsche Post sonst noch bietet, das erklärt Thorsten Metzner von Vontobel. Schönen guten Tag, Herr Metzner. Guten Tag, hallo Frau Erhardt. Herr Metzner, Medikamentenpakete mit einer Drohne auf die Insel Jüst zu fliegen, das hat die Post bereits getestet, hat geklappt. Aber Test ist ja nicht Alltag. Wie praktikabel, wie sinnvoll, wie ausgereift ist das schon? Also die Tests waren sehr erfolgreich, aber ich glaube, es ist nicht gedacht jetzt für die ganzen Briefe und die Pakete, sondern es ist eher dafür gedacht, eben zum einen, um eilige Medikamente eben zu transportieren oder eben auch, wie am Beispiel Jüst gut zu erkennen, Pakete dahin zu bringen, wo eben nicht so schnell hingefahren werden kann per Paketzusteller. Sprich, zum einen ist es eben für sehr schnelle Lieferungen geeignet, aber auch eben für Lieferungen oder zum bayerischen Bauern auf der Alm, der eben auch nicht so gut zu erreichen ist. Da kann man sicherlich eine Drohne hinfliegen lassen, aber es ist eben nicht dafür gedacht, den Paketzusteller komplett abzulösen und dann alle Post per Drohne fliegen zu lassen. Diese Strecke nach Jüst, immerhin 12 Kilometer, bewältigte der Paketkopter ohne jeglichen Eingriff, also ganz alleine und in 50 Metern Höhe. Klingt aber auch nach viel technischem Risiko. Ja, oder die Wildgans kommt, dann ist natürlich auch ein großes Risiko. Aber das Risiko ist vor allem dargegeben, dass das Wetter natürlich mitspielt. Sprich, bei starkem Sturm, Regen oder Schneefall wird die Drohne nicht fliegen können. Dann muss eben der Empfänger auf sein Paket warten. Mhm. Das ist ein großes Risiko. Und das andere Risiko eben, dass natürlich nicht so viele Drohnen fliegen können, dass sie dann eben auch sich behindern. Es ist also kein Massendrohnenflug angesagt, sondern eben wirklich nur für einzelne Lieferungen, wo es zum einen schnell gehen muss oder eben wo der Ort schwer zugänglich ist. Nun wären wir ja nicht in Deutschland, wenn man sich jeden einzelnen Drohnenflug genehmigen lassen müsste. Wie groß wird da der behördliche Aufwand und muss das so sein? Also bisher sind die Gesetze so ausgelegt, dass es eben nicht so leicht ist und man mal kurz die Drohne losschickt, sondern man muss sich jeden Flug bewilligen lassen. Sprich, wenn man wirklich jetzt das gewerblich machen sollte und wirklich öfter machen sollte, dann müsste man die Gesetze umschreiben. Das kann natürlich einige Jahre dauern, bis dann die Gesetze eben so umgeschrieben sind, dass die Deutsche Post jederzeit die Drohne fliegen lassen darf. Das alles ist noch Zukunftsmusik. Genau. Noch setzt die Post stark auf das Briefgeschäft. Da hat sie noch ihr Briefmonopol und auf das Paketgeschäft. Aber ist das Briefgeschäft nicht langsam ein Auslaufmodell? Also es schrumpft von Jahr zu Jahr. Das Briefaufkommen geht immer weiter zurück. Aber noch gibt es bisher keine Konkurrenz, wie zum Beispiel die elektronischen gesicherten E-Mails, die eben wirklich digital signiert sind, sondern bisher gibt es nach wie vor viele, viele Briefe. Aber wie gesagt, es geht jedes Jahr zurück. Da muss man eben aufpassen, dass man hier den Anschluss nicht verliert. Man erhöht jetzt das Porto leicht, aber vor allem eben aufgrund gestiegener Personalkosten. Also das Briefaufkommen geht zurück, aber nach wie vor gibt es wirklich viele, viele Briefe. Und das ist ein Geschäft, was nach wie vor gut läuft bei der Deutschen Post. Der Onlinehandel boomt, demzufolge auch die Paketsparte. Ist das die Zukunft, zumal wenn es dann auch noch die Drohnen geben sollte? Wenn man jetzt das Paket direkt vergleicht mit dem Brief, Brief geht zurück und das Paket steigt und steigt. Und das Aufkommen ist wirklich gravierend gestiegen die letzten Jahre und es wird auch vermutlich weiterhin steigen, denn Sie wissen es auch, wenn Weihnachten wieder da ist, da werden viele, viele Leute eben nur noch online bestellen, gar nicht mehr in die Läden gehen. Und das ist für die Deutsche Post natürlich sehr profitabel, wenn die ganzen Kunden alles online bestellen und dann per DHL eben sich liefern lassen. Also das ist so der Zukunftsmarkt. Auf der anderen Seite die Post ganz bodenständig mit Bussen im Fernreisemarkt aktiv. Wie sinnvoll ist diese Diversifikation? Also zum einen ist die Nachfrage derzeit sehr groß. Man sieht es auch auf den Autobahnen. Es gibt gelbe Busse, blaue Busse, grüne Busse. Ohne Ende, die Reisebusse nehmen immer weiter zu, weil die Nachfrage eben derzeit sehr groß ist. Weil die Fernreisebusse eben deutlich günstiger sind, die Ticketpreise, als vielleicht ein Flug oder eine Bahnfahrt. Aber es ist natürlich sehr abhängig vom Stau. Und wenn man es mal sich anschaut, Busse kommen auch oft nicht ganz pünktlich an. Aber es ist eine sehr große Nachfrage da. Und von daher kann man sicherlich etwas weg auch vom Paket und vom Briefgeschäft hin etwas diversifizieren zum Fernreisebusgeschäft, aber sicherlich nur ein kleiner Teil. Man wird sicherlich nicht weggehen vom Paket und vom Briefgeschäft, aber eine kleine Diversifikation, um eben auch hier vielleicht einige Gewinne erwirtschaften zu können. Die Berichtssaison rollt, die Post wartet bisher alles profitable Sparten. Wie sind die Aussichten für die Aktie? Also da kann man natürlich auch mal gucken, was die Analysten sagen bei Bloomberg. Und da sagt das Gros, dass man die Aktie nach wie vor kaufen sollte. 20 Analysten sagen kaufen, 15 sagen halten und
nur 3 sagen verkaufen. Das Kursziel derzeit bei 27,80 Euro, sprich, da ist noch einiges an Aufwärtspotenzial nach oben. Allerdings, wenn wir uns gleich mal den Chart angucken, da sehen wir eben ganz schön, dass die Aktie eben auch stark schwankt. Das sehen wir zum einen hier auf dem Einjahreschart. Wir sehen, wir waren schon deutlich über 28 und sind eben deutlich runtergekommen. Und da sieht man schon, die Aktie ist jetzt hier wieder gestiegen, dann wieder gefallen. Also es ist sehr viel Bewegung drin. Und es bleibt abzuwarten, wie es weitergeht. Aber vielleicht kann man da auch was anderes machen als die Aktie selber. Als Direktinvestment sind Sie nicht für. Was haben Sie als Alternative für den Anleger? Man könnte ein Bonus-Cap-Zertifikat wählen, wo man eben eine Barriere hat. Die wäre hier bei 17 Euro, also noch ordentlich Puffer im Vergleich zum Aktienkurs. Und man hätte eine Barriere, ein Bonus-Level bei 32 Euro. Sprich unten die 17 Euro, oben die 32 Euro. Und solange die Deutsche Post-Aktie in diesem Korridor bleibt und die 17 Euro eben während keinem Zeitpunkt berührt, bis zum 18.09.2015, bis zum Ende der Laufzeit, dann kriegt der Anleger eben am Ende 32 Euro ausgezahlt. Das ist die sogenannte Bonuszahlung. Also das Risiko haben wir umrissen bei attraktiven Renditen. Vielen Dank, Herr Metzner. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, das war das Neueste zur Deutschen Post. Näheres erfahren Sie wie immer noch auf daf.fm zum Nachlesen und Nachschauen. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.